Ab so für 4, 5 Euro kannst du da schon so drei so große Stücke. So also, ja, genau, also in dieser Größe drei Stück, ja, 2 bis 3 Euro kannst du da vielleicht für verlangen. So. Romy, was ist das jetzt? Das heißt Talam Ubi Kuning. Was ist das? Talam Ubi Kuning, das ist heute, das ist eine Dessert. Auf jeden Fall Süßigkeiten. Ja. So eine Pudding. Ey, René, irgendwas ist komisch. Ja, ne? Ich glaube. Ach, wir sitzen falsch. Ups. Okay. Oh, ja, jetzt ist wieder richtig. Gut. Ja, mal gucken. Ja, jetzt. Ist euch einfach zuerst und dann verratet mal vielleicht von was ist das gemacht wird. Kokos. Also wo ist Kokos? Ja. Und so ist Karotte. Also Kokoskarotte. Hier ist so eine interessante Kombi, weil das ist so frisch. So schön leicht auch. Romy, das ist alles besser als das, was du übermachst. Romy, hast du das gemacht? Nein, das habe ich nicht gemacht. Nein. Das ist auf jeden Fall echt lecker. Mhm. Und Dom, was denkst du? Wovon ist das denn? Die Zutaten? Also Kokos auf jeden Fall, Karotte... Könnte auch was anderes sein. Ne, es muss nicht Karotte sein. Muss nicht Karotte sein. Was ist das denn, wenn das kein Karotte ist? Irgendwie hat es auch... Also irgendwie hat es auch ein bisschen den Kokosgeschmack, aber ich glaube, der Kokosgeschmack ist sehr dominant, deswegen finde ich schwierig, das rauszuschmecken. Könnte das sein Kürbis? Nein. Nein? Soll ich sagen, verraten? Oder Süßkartoffel nicht, oder? Ist das süße Kartoffel? Echt? Ah, ja. Oh, okay. Ja, aber süße Kartoffel ist ja so Karottenmäßig. Ja, ist auch sehr, ist echt sehr lecker. Das ist richtig lecker. Ja. Ja, das ist süße Kartoffel mit Kokos und Zucker. Wie heißt denn? Ich glaube, das ist mit Kleberreismehl. Die weiße, so Kleberreismehl. Das macht das so die Konsistenz so fest. Hm? Ich glaube, aber ich weiß nicht. So, ist das gut? Das ist sehr lecker. Ja. Okay, das sieht auch sehr interessant aus. Das ist grün. Ja. Das ist gefärbt bestimmt. Sieht sehr lecker aus. Ich nehme mal einen. Ich nehme mal so einen kleinen Ball hier. Ich nehme auch so einen kleinen Ball. Ja. Hat er zuerst gegessen. Können wir bitte nicht meinen Teppich voll, danke. Oh. Mhm. Boah, das ist ja gefüllt. Da ist was Flüssiges drin, ne? Was sehr, sehr Süßes. War ein bisschen unerwartet. Wie heißt das? Das heißt Kalapan. Guck mal, sieht man das? Eine Füllung drin. Da ist was Flüssiges und noch irgendwas mit Konstanz. Ich weiß aber nicht was. Das ist sehr süß. Ist das irgendwas mit Honig? Nein. Rate mal, was ist das in der Mitte? Zucker. Oder? Was für ein Zucker? Ein brauner Zucker. Also ein bisschen so Kantis oder sowas? Nee, Kantis nicht, aber... Ich kenne nur braunen Zucker. Kandis. Palmzucker. 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 Ah. Ah. Hm. Ist das so braun? Ja, das ist sehr braun. Und wie schmeckt das? Die Konsistenz? Das ist sehr, sehr süß. Also. Das ist verrückt, finde ich. Ja. Weil du hast halt so das sehr klebrige, weiche, die weiche äußere Hülle. Und dann beißt du rein und dann hast du halt wie so bei einem Berliner so eine Füllung. Aber so eine richtig flüssige Füllung, so eine richtig süße. Sehr interessant, aber auch sehr lecker auf jeden Fall. Berliner ist irgendwie so ein gutes Beispiel, so ein guter Vergleich irgendwie so dieses
Ja. Also du musst ja jetzt hier anders, so einen Berliner zeigen, so im Bild, ja. Dass die Leute wissen, was ein Berliner ja. ist. Also nee. Hier, wie so ein Berliner. Und dann hast du halt das hier. Ich esse davon noch einen. Ja, die Berliner ja wie Brot und das ist kein Brot, ne? Quasi. Ja. Ja, was ist das drumrum? Konntest, also was ist das? Wie heißt das? Ja, das ist diese Mehl wieder, diese Kleberreismehl. Okay. Und diese grüne ist von Pandanblätter. Pandanblätter es gibt keine andere. Und das schmeckt besonders, diese Pandanblätter. Mhm. Und wie teuer ist das für so eine Packung? Eine Packung ungefähr steht für 6 Stück. Also nicht frisch gemacht, also wirklich so verpackt jetzt. Ja, yeah, das ist eigentlich frisch gemacht, also, aber normalerweise verpackt. Wird dann in der Tüte gemacht. In ja, Tüte oder gepackt, in so einer Plastikding ja. sowas. Also so viel wie hier jetzt war. Ja, genau. Ungefähr. 6 Stück ungefähr. Ja. Aber was ich gemacht habe, ein bisschen zu groß. Das sollte eigentlich nicht bisschen, ein bisschen kleiner? Ja, wie das erste. Hm. Ich glaube, das ist auch sehr aufwendig zu machen. 15.000 Euro. Pro 15.000 Euro. 1 Euro, 15.000 Euro. Ne, 15.000 Euro, natürlich. Ich glaube, bei dem anderen ne, haben wir schon mal mehr zahlen müssen, so 60.000 Rupien. Ja, das war schon teuer. Das war echt schon teuer. Aber ich glaube, 40.000 Rupien, sag ich. 40.000 Rupien, okay. Ich glaube, das ist so. Ich glaube, das sind 35.000. 35.000 für 6 Stück ja. in meiner Packung. Okay, das sollte eigentlich normalerweise circa 6.000 Rupien. 6 Stück nur. Das ja, ist nur 6 ja aber das ist doch voll aufwendig ja, zu machen, oder nicht? Ja, das ist auch. Ja. Und das andere, das ist so einfach reingefrittiert, so, das ist dann. Ja, das ist auch nur 2.000 Rupien. 2.000 Rupien und das so richtig schön gemacht. Ja. Und das andere Ding, das ist so 60.000. So 60.000 Rupien. Das ist verrückt. Ja, ne? Also wenn das so viel kostet, dann kaufe ich auf jeden Fall davon mehrere Packungen. Aber für wie viel Euro kann man das in Deutschland verkaufen? Ja, ich glaube, da kannst du schon 3 Euro für nehmen. Mehr. Für 6 Stück, 3 Euro? Ich glaube 5 Euro. 5 Euro für 6 Stück? Ja. Ungefähr. Ja, ist die Frage. Also. Ich glaube 5 Euro. So tendenziell also 3 bis 5 Euro. Sweetfood mag. Also, ja. sind, also wenn so Sweetfood-Veranstaltungen sind, dann sind die meisten Sachen so um die 5 Euro rum. Ja, das auf jeden Fall. Dann wird das wahrscheinlich auf jeden Fall auch teuer. Ja. Wenn du ein Restaurant hast, so ja, in der Theke. Aber ja. Schön als Nachtisch irgendwie so im Menü auch, kannst du das anbieten. Ja. Cool. Okay, danke. Also falls euch das Video gefallen hat, liked, subscribed und kommentiert das Video. Guckt euch deine anderen Videos an. Romy hat sehr guten Content auf jeden Fall. Und auf jeden Fall muss sicher sein, dass wir viel mehr essen können. Also ne, vergesst nicht, euch das Video anzusehen und liked das. Und auf jeden Fall, trimagasi. Sampai jumpa lagi.